Moin, willkommen zum neuen Beitrag von Finanzdiskurs. Heute zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich habe da schon mal einen Beitrag zugeschrieben, der betitelt war mit Berufsunfähigkeitsversicherung und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Und das ist in der Essenz relativ wenig. Ganz wichtige Absicherung und jeder, der sich das wirtschaftlich leisten kann und der gesundheitlich noch angenommen wird, sollte sich da auf jeden Fall absichern, weil es einfach die Absicherung des Lebensstandards ist. Und die Absicherung, die gesetzlich gegeben ist durch die Erwerbsminderungsrente, ist doch sehr dürftig. Ich habe mal die durchschnittlichen Rentenhöhen mitgebracht. Das ist bei teilweise Erwerbsminderung 492 Euro und bei voller Erwerbsminderung 723 Euro. Na prima. Das ist also zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Daher sollte man auf jeden Fall eine adäquate Rentenhöhe wählen und das Ganze privat absichern. Was leistet nun aber die private Berufsunfähigkeitsversicherung? Ganz wichtig, die private Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es nicht, sondern ganz viele von vielen verschiedenen Anbietern. Und es lohnt sich auf jeden Fall, die Güte des Bedingungswerkes mit ins Kalkül zu nehmen, weil da eben drinsteht, was passieren muss, damit man diese Rente bekommt. Und da gibt es eben qualitativ sehr hochwertige Bedingungswerke und weniger hochwertige Bedingungswerke. Wenn man sich aber für ein ordentliches entschieden hat, dann bekommt man ab einer Zeit von voraussichtlich 6 Monaten und bei weniger als 50%, die man seinen Beruf ausüben kann, so wie man es gesund eben gemacht hat, die versicherte Rente und das dann eben auch rückwirkend ab dem 1. Monat. Wichtig ist eben nur voraussichtlich für 6 Monate. Ich möchte noch ganz kurz auf 4 Punkte eingehen, auf die man achten sollte. Das eine ist, wie ich schon erwähnt habe, die Rentenhöhe. Man findet hin und wieder Rentenhöhen, die um und bei oder sogar unter dem Hartz-IV-Sitz liegen. Das ergibt insofern wenig Sinn, als eine Berufsunfähigkeitsrente auf Hartz IV angerechnet würde und der Lebensstandard wird mit dem Hartz IV-Satz vielleicht gerade so eben, aber wahrscheinlich nicht auskömmlich abgesichert sein. Da also bitte ordentlich absichern. Das nächste sind die Gesundheitsfragen. Am besten eine Berufsunfähigkeitsversicherung so früh wie möglich abschließen, solange man noch möglichst gesund ist und wenig Vorerkrankungen hatte. Zumal die Absicherung mit jedem Lebensjahr später auch teurer wird und das Hinausschieben des Absicherns also eine Milchmädchenrechnung ist. Außerdem sollte man sich am besten für eine selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung entscheiden und man sollte die Berufsunfähigkeitsversicherung so durch Gesundheitszustand möglich immer mal wieder überprüfen sollen, weil die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat, dass es doch massive Preisveränderungen am Markt gegeben hat und es durchaus sein kann, dass man, obwohl die Zeit fortgeschritten ist, durch Preisveränderungen einen günstigeren Vertrag bekommen kann. Schließlich möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass sogar das Bundesverfassungsgericht der Meinung ist, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung wichtig ist und vor allem bitte durch keine andere Versicherung adäquat ersetzt werden kann. Ich zitiere: Angesichts des gegenwärtigen Niveaus gesetzlich vorgesehener Leistungen im Falle der Berufsunfähigkeit, also die Erwerbsminderungsrente, sind die meisten Berufstätigen darauf angewiesen, privat vorzusorgen, um ihren Lebensstandard zu sichern, die Alternative, Sozialhilfe zu beziehen oder den Stamm des eigenen Vermögens zu verbrauchen, ist diesem Personenkreis nicht zumutbar. Andere Versicherungsarten wie Unfall, Dread Disease, Grundfähigkeit oder Krankentagegeld können sinnvolle Ergänzungen, aber kein Ersatz sein. Und das war alles, was ich zur Berufsunfähigkeitsversicherung zu sagen habe.